Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Das Kniegelenk wird durch die Gelenkkapsel und durch zahlreiche Bänder stabilisiert. Schauen wir uns das einfach an dem Gelenk einmal an. Wir haben hier auf der Außenseite des Kniegelenks das Außenband, vielleicht so groß wie eine Paketschnur. Da ist das Wadenbein, da ist das Schienbein. Dann drehen wir das Kniegelenk einmal zur Seite. Dann haben wir hier das Innenband, das ist schon wesentlich dicker und kräftiger. Und wenn wir vorne die Kniescheibe einmal zur Seite klappen, dann sehen Sie im Zentrum des Kniegelenks zusätzliche Bänder, die Kreuzbänder. Es gibt ein vorderes und ein hinteres Kreuzband. Das sind die passiven Stabilisatoren des Kniegelenks. Allerdings reichen diese Stabilisatoren für eine optimale Führung des Kniegelenks nicht aus. Ohne zusätzliche externe Stabilisation, was letztendlich die Muskeln sind, würde es zu einer Überlastung und zu einer Entzündung von diesem ganzen Kapselbandkomplex kommen. Zusätzlich würden vermehrt Scherkräfte im Gelenk auftreten, was den Gelenkknorpel mit der Zeit zerreibt, was zu einem vorzeitigen Verschleiß führt. Die externe Stabilisation des Kniegelenks durch die Muskulatur ist demnach eine Grundvoraussetzung, um dem Gelenk ausreichend Halt und Führung zu geben. Und die schonendste Art, das Gelenk zu kräftigen, ist das sogenannte isometrische Training. Das bedeutet, die Muskulatur spannt an, ohne dass sich ihre Länge ändert. Das bedeutet, das Gelenk wird dabei nicht bewegt, wodurch der Gelenkknorpel optimal geschont wird. Das Beste für Patienten, die Beschwerden mit ihren Gelenken haben. Wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Zum sogenannten isometrischen Training des Kniegelenks. Das heißt, die Muskeln werden gekräftigt, ohne dass das Gelenk bewegt wird. Insgesamt sehr schonend für das Gelenk und den Knorpel. Schauen wir uns zunächst die Konturen des Quadrizepsmuskels an. Ein kleines bisschen näher hier. Dann wird das Kniegelenk mal gestreckt. Und was wir sehen, dass der Quadrizepsmuskel rein makroskopisch äußerlich aus drei Anteilen besteht. In der Mitte sind zwei Muskeln übereinander gelagert, der sogenannte Rectus Femoris und Vastus Intermedius. Auf der Außenseite haben wir den sogenannten Vastus Lateralis und auf der Innenseite den Vastus Medialis Muskel. Das ist der wichtigste Teil des Kniegelenks, weil er die Kniescheibe im Zentrum stabilisiert und verhindert, dass hier Knorpelschäden bei Beugung und Streckung des Kniegelenks entstehen. Deswegen wird der Vastus Medialis häufig auch als the key to the knee bezeichnet, das heißt der Schlüssel zum Kniegelenk. In dieser Position versuchen wir jetzt die einzelnen Muskelgruppen, wie gerade beschrieben, reflektorisch zu aktivieren. Das können Sie mit einer Elektrotherapie machen oder viel einfacher mit Ihren einzelnen Fingern. Sie verwenden den Zeigefinger und Mittelfinger und wir klopfen nun ungefähr mit der Intensität die Konturen der einzelnen Muskelgruppen hier um den Vastus Lateralis, dann gehen wir mit dieser Intensität um den Vastus Intermedius und zum Schluss noch um die Vastus Medialis Muskelgruppe. Kurze Entspannung für das Kniegelenk und dann beginnen wir das Ganze zusätzlich zu intensivieren, indem wir das Kniegelenk nochmal strecken und zusätzlich die Zehenspitzen zur Nase ziehen. Wenn Ihnen das immer noch zu einfach ist, dann können Sie durchaus noch ein Gewicht hier an den Unterschenkel hängen und dadurch die Kraft und natürlich entsprechend die Trainingsintensität steigern. Als nächstes stellen wir uns hin. Dann haben wir ein Gummiseil, das können Sie zum Beispiel um ein Tischbein hängen. Der Fuß wird dann hier eingespannt. Das Bein geht wieder gerade, wie eben gesehen, in die maximal gestreckte Position. Die Zehenspitzen werden wieder nach oben gezogen und um den
Quadrizepsmuskel vorne zu trainieren, machen Sie nichts anderes, als das gestreckte Bein nach vorne und nach hinten zu bewegen, gegen den Widerstand des Gummiseils. Das Tolle ist, dass Sie mit dieser Übung praktisch den gesamten Oberschenkelmuskel zirkumferent trainieren können, indem Sie einfach die Körperposition verändern. Der Körper wird um 90 Grad gedreht und jetzt erreichen Sie eine Kräftigung der Außenseite des Oberschenkelmuskels, des sogenannten Tractus iliotibialis. Dann drehen Sie sich nochmal um 90 Grad, der Fuß wird um das Seil gedreht und nun erreichen Sie eine Kräftigung der sogenannten Hamstring-Muskulatur, bestehend aus Biceps femoris, Semitendinosus, Semimembranosus. Das sind auch wichtige Muskelanteile, die häufig vernachlässigt werden und die auch trainiert werden müssen, um den Kniegelenk zirkumferent zu geben. Zum Schluss wird der Körper nochmal um 90 Grad gedreht und nun erreichen Sie eine Kräftigung der Adduktorengruppe, also derjenigen Muskelanteile, die das Kniegelenk anspreizen. Vielen Dank, Jürgen. Mit diesen einfachen Übungen erreichen Sie eine schonende Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur. Sie steht praktisch immer am Anfang von jedem intensiveren Training, was wir Ihnen nachher bei Stabilisationsübungen zeigen, aber auf jeden Fall sehr effektiv und schonend für Knorpel und Bänder. Viel Spaß! Los geht's.